Na sag mal, wo willst du denn jetzt noch hin? Du bist dran! Sie sind bereit. Bereit für dich! Jetzt kommt! Ich bin sicher, ihr kennt ihn alle von YouTube als den Waisenkoch. Er ist verstoßen worden von seiner eigenen Mutter und er hat sich ganz alleine beigebracht, wie man Gourmetgerichte kocht. Abgefahren, echt. Begrüßen wir den Waisenkoch! Wir freuen uns, dass du da bist, Mimosa. Ich bin erst 14. Wer soll etwas davon erfahren? Deine Mutter? Also, was kochst du heute für uns? Ich sterbe vor Hunger! Ich wollte meine Spezialität zubereiten. Coq au vin. Was soll denn das sein? Französisches Hühnchen! Es ist, viel einfacher, als Sie denken. Ich bin ein Kind und der schwerste Teil ist... Ist was? Was denn? Sprich doch mal einen Satz zu Ende! Ist Wein, zu besorgen. Ich fange mal an zu kochen. Du bist also ohne Mutter aufgewachsen. Dann erzähl uns doch mal, wie furchtbar das war. Es war gar nicht so schlimm. Doch, das war es. Keine Mom, die deine Wehwehchen küsst. Keine Mom, die dich mal in den Arm genommen hat. Wer hat dich denn abends in dein Bettchen gebracht? Deine Mom. Garantiert nicht. Schön wär's. Echt traurig. Ich sollte mich jetzt lieber konzentrieren. Hier drauf. Weißt du, was mir in diesem Moment klar geworden ist? Dieses Kind hat keine Mutter. Was? Keine Mutter? Nein. Wenn er jetzt hier sterben würde, gäbe es auf der ganzen Welt keine Mutter, die um ihn trauert. Und keine Mutter, die Anzeige erstattet. Warum ist es auf einmal so gruselig? Bin ich froh, es ist fertig. Was ist denn das für ein Scheiß? Miss auf, Rolli. Die Laktasetablette hält nicht ewig an. Ich hab keinen Hunger. Vor allem, weil wir ein 9-Gänge-Menü hatten und dazu noch einen Eisbecher, während meine Mom verschwunden ist. Alles, was wir tun, ist hochprofessionelle Detektivarbeit. Was haben wir während unseres Essens im Persee in den Weingläsern entdeckt? Eis. Was uns zum Rockefeller Center gebracht hat, wo wir Schlittschuh gelaufen sind, auf... Eis. Wieder eine Spur, die uns beide dazu geführt hat, einen Eisbecher zu bestellen. Verstehst du denn nicht? Eis! An drei verschiedenen Orten. Ich kapier's nicht. Steve, wir müssen zur Eismaschine im zweiten Stock des Hotels gehen. Wirklich? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ein Löffel geht noch. Oh oh. Oh Mann, das hat lange gedauert. Meine Mom könnte tot sein. Das ist negatives Geschwafel, Rolli. Aha. Das ist ihr Zimmerschlüssel. Ich wette, sie wurde die ganze Zeit in ihrem Schrank eingeschlossen. Von einem, der ihr K.O.-Tropfen in die Limo getan hat, die er dann selber getrunken hat, weil er gegen K.O.-Tropfen immun ist. Du hast meine Mom entführt, hab ich recht? Wow, 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 wow. Wie hast du das rausgekriegt? Hast du eine parallele Ermittlung gegen mich durchgeführt? Trägst du ein Mikrofon? Wieso, Roger? Wieso hast du das gemacht? Wir brauchten was, um James Patterson zu imponieren. Deshalb habe ich den Fall erfunden. Das ist doch bescheuert. James Patterson hat doch von der ganzen Sache nichts mitgekriegt. Ich habe gedacht, das wird ihm schon irgendwie zu Ohren kommen. Was soll ihm zu Ohren kommen? Dass wir den perfekten Tag in New York hatten? Ja, ich würde sagen, den hatten wir. Deinetwegen hatte ich völlig umsonst Angst um meine Mom. Umsonst war es nicht. Es war für einen Buchvertrag. Rolli, du kannst laufen! Mein Partner kann laufen! Du hast keinen Partner mehr, weil man nicht lügt, wenn es um die Mutter des anderen Partners geht. Und der zwingt den anderen Partner auch nicht, die Rechnung zu teilen, wenn der andere Partner gar keinen Wein getrunken hat. Ich weiß nicht mehr, ob ich 4 Flaschen Wein getrunken habe. Eigentlich vergisst man ja sowas nicht. Es ist geschafft, Baum Daddy. Sie werden dich nicht fällen. Und das alles nur dank Roger. Dieser Zeitungsbote findet mich überall. Weil ich verliebt in dich bin. Stadionbau nicht mehr aufzuhalten. Was? Carconi-Brüder übernehmen Bauauftrag nach dem Ausstieg von Fajkowski. Carconi-Brüder. Ich wusste, dass du es bist. Du musst dieses Projekt absagen. Du hast es versprochen. Aber ich kann hier rein gar nichts entscheiden. Ich bin nur der dumme alte Frankie. Mein Zwillingsbruder Freddy ist der Boss und was er sagt, gilt. Ich baue ständig Scheiße. Mama Frankie. Dann ist es also dein Zwillingsbruder, an den ich mich wenden muss? Mann, das nervt. Verdammt, Frankie! Lässt hier so einen Bekloppten rein, der meine Sperrholztür aufreißt! Er war so schnell, Freddy! Du hast einen menschlichen Bruder? Oh ja, und Mama liebt Freddy. Sie gestattet ihm Sex mit Mädchen und mich legt sie mit dem Ohr auf den Herd, wenn ich's mit Hühnern treibe. Wie passt das zusammen, dumme Mama? Tut mir leid, Mama. Ich kann das jetzt nicht kommentieren. Du darfst meinen Baumvater nicht töten.
Ich kann's nicht mehr ändern. Ich ertrinke in Bulldozer-Rechnung. Die gelbe Kopie soll ich eigentlich behalten, aber die purpurne ist hübscher. Was kann ich heute für dich tun, kleiner Freund? Bist du vielleicht wegen deiner Hautprobleme hier? Ich bin hier, weil ich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass ich nicht mehr wachse. Soll ich dir das Geheimnis des Wachsens verraten? Schlafe ausreichend, iss viel Gemüse und entsinne dich immer deiner inneren Werte, denn dadurch fühlst du dich 3 Meter groß. Oh, bei Klaus klang das so, als hätten sie womöglich eine unmittelbare Lösung. Du kennst Klaus? Das ändert einfach alles. Man kann vieles bezüglich deiner Größe tun. Hast du schon einmal von den verabscheuungswürdigen Wissenschaften gehört? Da gäb's das Knochenspleißen, Giraffenmarktransplantation oder das Abkochen deines Prägens in Gorilla-Hormonen. Ich kenne jedoch auch unorthodoxe Optionen. Zum Beispiel könnte ich deine Seele umpflanzen in den Leib von etwas Größerem. Wie fühlst du dich, wenn du an den Schlangengott Oxumare denkst? Nicht sonderlich behaglich. Dann halten wir uns an die Chirurgie. Kann ich kurz drüber nachdenken? Was gibt's denn da noch zu überlegen? Wäre B.B. King zu mir gekommen, wäre er jetzt nicht tot. So groß, wie er war.